leichte Noten von Zitrone. Aber auch Vanille, die schon einen leichten Hinweis auf das Fass geben. Von der Farbe her, würde ich sagen, hat er ein schönes Gold. Helles Gold, ja. Ja, helles Gold. Macht schöne Schlieren im Glas. Ist angenehm im Geruch. Nicht stechend, nicht scharf. Eventuell entdecke ich auch Holunderblüten. Das erinnert mich sehr an die kommende Zeit, wo die Zeit ist, zum Holundersaft zu machen. Und wir haben da ganz ideale Flaschen für diesen Saft dann. Wir verwenden nämlich die leeren Whiskyflaschen der Scotch Malt Whisky Society. Die sind perfekt sauber und der Saft haltet zu 100%. Jetzt darf ich noch kurz begrüßen den Wolfgang Müller, Michael Stark, hallo, Stefan Palme, Roman Distelberger. Und ein paar Namen, die nicht Die ganz zu wir entziffern leider nicht sind. kennen, aber trotzdem allen miteinander ein herzliches Grüß Gott. Florian ist da, Arno. Ja, schön. Ja, der Start ist eine spannende Abfüllung, ein sehr junges Exemplar mit einer besonders interessanten Textur. Also grundsätzlich würde ich sagen, versuche ein bisschen nach Regionen auch zuzuordnen. Das ist kein Speyside Whisky, sondern der ist wirklich ganz anders gelagert. Diese Destillerie, aus der er kommt, hat so eine bestimmte Linie, die man an diesem Beispiel auch ganz gut nachvollziehen kann. Also es ist so etwas, wie soll ich sagen, etwas Kreidiges dabei in der Textur auch so. Eher trocknend am Gaumen. Also Ja, für mich würde das ich empfinde es auch ganz so. gut als Aperitif sich eignen. Ja, sind wir sehr schnell eingestiegen. Jutta hat schon angesprochen, dass wir das aufgrund der Situation mit Corona auf diesen virtuellen Raum verlegen müssen. Das ist halt so. Wir können nichts machen, aber es ist ganz gut. Man kann irgendwie auch damit umgehen. Ich war heute auch einkaufen mit Jutta und ja, es ist schon ein bisschen schwierig. In Österreich haben wir sehr restriktive Regeln und ich habe gesehen, das ist ganz schwierig da und dort, vor allem in Trafiken zum Beispiel. Und zwischendurch dachte ich mir, was mache ich da? Und ich habe dann die Idee gehabt, irgendwie in Zukunft, das werde ich so machen, habe ich jetzt auch hier mitgenommen, so einen Zollstab, sagen wir, Meterstab. Ihr seht da, bei uns gilt 1 Meter quasi. Also wir sind hier bei 1 Meter. Es geht sich nie aus. Wir wären nicht im Es Bild. geht sich nie aus. Aber wir leben Gott sei Dank in einem Haushalt. Insofern sind wir auch im Bereich des Legalen unterwegs. Aber ich glaube, ich werde das in Zukunft mitnehmen und zwischendurch Bürger, die sich nicht an die Gesetze halten, aufmerksam machen. Okay. Ich darf kurz noch jemand begrüßen. Rheinmaster, wissen wir jetzt, wer es ist. Das ist Jutta und Richard aus Wien. Herzlich willkommen. Christian Sickl ist gerade dazugekommen. Mario Simon, ebenfalls ein herzliches Grüß Gott. Stefan schreibt, dass Rupp Hutter auch dabei ist. Hallo, Rupp. Rupp hat wohl eine der besten Whisky-Bars in Wien und darf diese kommenden Freitag wieder Eröffnung. Also, wenn ihr Lust auf Whisky habt, geht's zum Rupps Bar Arbeitergasse 46. Er freut sich auf euer Kommen. Also, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, wir wünschen von dieser Stelle aus einen guten Start nach diesen schwierigen Wochen, muss man sagen. Also alle Gastronomen leiden ja wirklich ganz massiv. Mir selber geht es so, dass ich dann jetzt auch wieder normal arbeite, im Büro bin und dann mir am Ende des Tages denke, naja, jetzt würde ich eigentlich, wenn es geht, gerne irgendwo hingehen und einen guten Drink nehmen. Ist leider noch nicht möglich. Darunter leiden wirklich alle und Auch ja, wir. auch wir, aber wir hoffen, dass es bald wieder bergauf geht.
Der Plan von mir ist jedenfalls nächsten Freitag, wenn alle wieder aufmachen dürfen, Rup, bitte freu dich, ich komme, alle Partnerbars in Wien zu besuchen. Samstag möchte ich nach Mariazell fahren, da haben wir eine weitere Partnerbar, das Hotel Drei Hasen. Die machen auch wieder auf, Gott sei Dank. Und ich werde am Freitag alle abklappern und ja, ich hoffe, dass wir uns dann sehen. Ja, diese Abfüllung möchte ich noch dazu sagen. Manchmal sage ich ein bisschen kreidig dazu, aber sie hat so auch etwas Wachsiges an sich. Und ich denke, allein wenn man dieses Vokabel in den Mund nimmt, dann hat man schon eine Idee, woher dieser Whisky kommen kann. Ich weiß nicht, soll ich das sagen oder sagst du das? Ein bisschen so die Facts. Die Fakten sage ich, weil die sind sehr klein geschrieben und die kann der Thomas wahrscheinlich nicht lesen. Naja, schon, ich hätte sagen, schon. Ich gehe wieder zurück. Und zwar sind wir in den Highlands unterwegs, wie wir schon angedeutet haben. Der Whisky kommt aus einem First Fill Ex-Bourbon Barrel, ist sehr jung, ist nur 7 Jahre, aber ich finde ihn eigentlich recht toll für das junge Alter, das er hat. Ist destilliert am 23. Oktober 2012 und ist relativ stark mit 62,2%. Also er hat Power. Aber ich finde, er ist nicht scharf. Nein. Und zu stark, dass man sagt, puh, das geht überhaupt nicht. Zum Geruch, das haben wir gestern am Abend eben schon ein bisschen vorgekostet und ich habe das dann wirklich entdeckt, wenn man die Nase so noch einmal hineinschnuppern lässt, es kommt für mich da auch der Geruch von frischer, feuchter Schafwolle. Wir waren 1999 auf Arran, haben damals geheiratet in Brodick und unser Sohn war damals 2 Jahre und ich habe dann Wolle gekauft und habe einen wunderschönen Pullover gestrickt für ihn. Mein Gilet ist leider immer noch nicht fertig, aber es wird schon werden. Und der Geruch erinnert mich eben an diese Wolle. Ah, ja, diese Note von Schafwolle, die hat er wirklich. Wobei für mich das spannend ist auch, ich habe dann gestern auch probiert und dann irgendwie bin ich doch auch dorthin gekommen, das entdeckt zu haben, diese Schafwolle Lanolin, das ja, trotzdem Fett. Fragt man sich natürlich immer, wenn man so etwas verkostet, woher hat man diesen Geruch? Und du hast das schon erzählt von Arran natürlich, das mit dieser Wolle. Ich selber kann dazu sagen, für mich ist es ein doppelter Hinweis. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und wir hatten immer auch Schafe. Diese sind auch geschert worden am Hof sozusagen und da merkt man das dann noch einmal stärker. Das kommt ganz stark, dieses. Und in Verbindung mit dieser Wachsigkeit, das passt eigentlich ganz gut. Ja, das passt wirklich gut. Ich darf noch kurz Les Harrow begrüßen. Das ist der Ambassador aus Schottland. Hi Les, nice to meet you. Mit dabei sind auch Caroline und Markus. Die wollten das erste Mal aufs Schiff auf den Wörthersee wirklich teilnehmen und leider ist es nichts geworden. Weiter begrüßen möchte ich auch Susanne und Wolfgang aus Wien. Mario Simon habe ich schon begrüßt, aber noch einmal herzlich willkommen. Es freut mich besonders, dass der Les dabei ist. Also unsere Tochter Hannah hat mit ihm im Balmoral Hotel zusammengearbeitet. Da haben sie den Royal Scots Train, ich glaube, so heißt es, betreut und ja, hatten da kurzen Kontakt und konnten sich eben kennenlernen und es hat der Hannah sehr viel Spaß gemacht. Also das Hotel in Edinburgh, in der Princess Street, also an der Ecke zur Northbridge und es war, glaube ich, eine tolle Erfahrung für sie. Ja, wir haben uns schon überlegt, was werden wir heute bei diesem ersten Virtual Tasting sagen, sollen wir was Grundsätzliches zur Society sagen oder sollen wir wirklich gleich so ins Spezielle gehen? Wie ich jetzt gesehen habe, sind da lauter Profis dabei, das heißt, es sind alle schon sehr gut mit der Society bekannt, wissen über die Geschichte der Society und über die Traditionen. Deshalb werden wir uns da eher zurückhalten und einfach ein paar andere Sachen in den Mittelpunkt rücken. Es ist eine
Frage gekommen, also von Richard und Jutta. Die haben das mit Wasser probiert und sind sich nicht sicher, ob's passt. Da Les Harrow schreibt zurück, your daughter Hannah is also very knowledgeable on whiskey. Thanks, Les. Ja, zum Thema Wasser würde ich sagen, also bei diesen Single-Cask-Abfüllungen würde ich eigentlich jeden einmal mit Wasser probieren. Ob er einem dann besser schmeckt oder nicht, so wie es sein sollte, das ist halt Geschmackssache. Und das ist auch von Abfüllung zu Abfüllung sehr unterschiedlich, muss man sagen. Ich probiere wirklich gerne auch mit Wasser. Wobei, unterm Strich ist es dann so, es ist ein bisschen Trinkgewohnheit. Letztendlich sind es dann 2/3 bei mir, die ich dann, wenn ich sie öfter trinke, dann eher ohne Wasserzugabe trinke. Aber es gibt durchaus auch viele Abfüllungen, wo man sagt, die brauchen ein bisschen Wasser. Das stimmt. Ich denke, bei dieser ersten Abfüllung, bei diesem 26er, ist beides möglich für mich. Also er schmeckt eigentlich unverdünnt ganz gut und wird mit Wasser dann ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen am Gaumen ein bisschen zurückhaltender ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber er wird ein bisschen bekömmlicher. Aber wie gesagt, das ist eher Geschmackssache. Also ich muss zu mir dazu sagen, ich probiere es auch meistens mit Wasser, bevorzuge aber fast alle Whiskys pur. Also selten, dass ich einen Whisky im Glas habe und sage, okay, der braucht es jetzt wirklich. Ja, das ist so der Fall, den wir in Kärnten, dann, wo wir sagen, dann ist es eine Schnapsdrossel. Gell? Aber mit Whisky gibt es kein entsprechendes Wort, glaube ich. Ja, kann man das so sagen? Bitte? Du bist eine Schnapsdrossel. Nicht wirklich. Arno aus Innsbruck schreibt, dass für ihn Wasser hier schon was bringt. Ja? Ja. Also Geschmäcker sind verschieden und auch die Empfindungen. Und wir hatten seinerzeit in Wien ein Mitglied, der hat sich den Whisky immer halb mit Wasser aufgefüllt. Und das war für ihn so richtig. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Wasser er dazu gibt oder nicht. Und von dem her gibt es kein richtig und falsch. Ja, das muss man so sagen. Wirklich ein ehrenwertes Mitglied, ein sehr bekannter Mann in der Motorsportbranche, der hat das so gemacht. Mhm. Er hat das so gemacht, das ist auch in Ordnung so. Für mich ist es nicht, er hat so viel Wasser hineingegeben, dann ist der Whisky so auch sehr hell geworden und ein bisschen trüb. Das ist da für mich auch mitunter auch ein ästhetisches Problem, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber das ist, wie gesagt, jeder macht es so, wie es am besten passt. Ja, es ist jetzt noch jemand hinzugekommen, aber ich kann das leider nicht eruieren, wer das ist. JDH, guten Abend. Fein, dass Sie du dabei bist, wer immer es auch ist. Ja, im Übrigen haben wir dann gesagt, natürlich muss man sich die Zeit einteilen. Ein bisschen, wir haben eine Stunde zur Verfügung für diese Verkostung. Und, ja, wenn es ein bisschen länger dauert, passt es auch. Haben dann gesagt, ja, wir geben uns gute 10 Minuten pro Abfüllung und deshalb werden wir dann schon langsam zum zweiten weiterschauen. Genau. Vielleicht noch zur ersten Abfüllung noch, zur Destillerie. Ich sage natürlich nicht, aus welcher Destillerie er kommt, aber es ist ein Highland Whisky. Er kommt von relativ weit oben und dieser Charakter, den er hier hat, der ist wirklich auch typisch für diese Destillerie. Es gibt von dieser Destillerie eine Originalabfüllung mit 14 Jahren. Die ist deutlich gemäßigt, also die ist ein bisschen reduziert halt durch die große Menge, die da hier verschnitten wurde bei einem klassischen Single Malt. Aber dieses Wachsige, manchmal dieses so Kerzenaroma ein bisschen, das man hier merkt sozusagen, das ist ganz typisch für diese Highland Destillerie aus ein kleines Städtchen in der Nähe, wo auch gerne Golf gespielt wird. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Okay. Ich möchte noch ein bisschen zu den Kommentaren zurückgehen. Also Reimmaster, Richard und Jutta finden, dass die Fruchtigkeit zurückgeht. Ja, er wird trocknender, finde ich. Und er hat für mich auch so den Geschmack plötzlich wie von einem Hustenzuckerl. Und das stimmt eigentlich. Ja. Das trifft ganz gut zu. Martin Brandl dürfen wir auch begrüßen aus Mariazell. Der wäre heute bei unserer Jubiläumsveranstaltung gewesen.
die wir anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums eben in Mariazell veranstalten wollten. Heute mit am Nachmittag schon mit dem Programm beginnend, mit einer Museumstramway zum Erlaufsee, dort eine Runde spazieren, vorher in die Basilika und dann natürlich mit einem Gala-Dinner und Whisky-Verkostung und Live-Musik. Aber leider heute nicht, dafür im Herbst. Aber da muss schon ein bisschen Geschichte auch sein, wenn du das so ansprichst, weil alle werden das nicht wissen. Die Society ist in Österreich seit dem Jahr 2001. Damals wurde das von der Schweizer Niederlassung mit betreut. Dann wollten die Schweizer eigentlich aufhören im Jahr 2004. Und da hat dann Johannes Müllöchner, ein Rechtsanwalt aus Linz, die Initiative ergriffen und gesagt, nein, er möchte, dass es die Society weiterhin gibt in Österreich und hat dann ab diesem Zeitpunkt das quasi ehrenamtlich für die Schweizer mitbetreut, für Österreich. Deshalb ist die Society in Österreich am Leben geblieben, muss man sagen. War ja nicht so leicht, es waren nicht so viele Mitglieder. Und ja, es ist ganz gut gegangen und ist irgendwann so weit gekommen, dass Johannes mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, das weiterzuführen. Für ihn ist es ein bisschen zu viel geworden mit seinem Beruf und so weiter. Und ich habe da mit Jutta gesprochen damals und die Entscheidung war sehr schnell klar, wir möchten das eigentlich machen. Und das hat ein bisschen gedauert, weil die Verhandlungen mit Schottland gar nicht so unkompliziert waren. Und es war aber dann eben im Mai 2010 soweit. Also da haben wir so ein Übergabetesting gehabt in der Rechtsanwaltskanzlei von Johannes in Linz. Und das war praktisch unser Start. Und aus diesem Grund wollten wir eben in diesem Jahr und auch jetzt eben an diesem Wochenende sozusagen die Jubiläumsveranstaltung machen. Wir werden aber sicher eine geeignete Veranstaltung nachholen. Ja, ja. Richard und Jutta gratulieren zum Jubiläum und fragen nach, ob es Neuigkeiten zur Jubiläumsabfüllung gibt. Nein, im Moment noch nicht. Ich weiß aber, dass es eine Jubiläumsabfüllung für Österreich gibt, mit eigenem Etikett. Sie wird kommen von der Insel Eila. Also ich wurde befragt, in welche Richtung der Whisky gehen soll. Ich habe auch circa, was das Fass betrifft, Wünsche äußern dürfen. Und es werden von dieser Abfüllung voraussichtlich 120 Flaschen für Österreich zur Verfügung stellen. Und das wäre geplant gewesen für den September, also ab September. Und wenn wir dann praktisch Ende Oktober, 24., 25. Oktober ist jetzt geplant in Mariazell, dort die Veranstaltung haben, hoffe ich, dass das dann verfügbar wird. Ja. Grüße möchte ich auch nach Hessen ausrichten. Okay, ja. Das ist sehr nett, dass wir so weit reichen mit unserem Virtual Tasting. Ja, aber ich würde jetzt trotzdem sagen, kommen wir zur zweiten Abfüllung. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Madeline bedanken. Das ist unsere Kollegin aus Schottland, die in Glasgow im Homeoffice ist und die jetzt diesen Stream betreut. Also, herzlichen Dank, Madeline. Danke. Ja, gut, dann kommen wir zur zweiten Abfüllung, Slange. Wir haben jetzt die Nummer 6838 im Glas. Die Madeline hat schon eingeblendet. Butcher Shop Quartet. Also entspricht dem Geschmacksprofil Juicy Oak and Vanilla. Und ja, es ist eine sehr spannende Abfüllung, würde ich einmal sagen. Wir haben es gestern verkostet. Und ja, es bringt mich wieder in die Küche eigentlich, jetzt nicht zum Holundersaft machen, sondern eher zum Suppe kochen, zum Rindsuppe kochen. Und ich, wenn das so beginnt dann und wenn das dann zu duften anfängt, da bin ich jetzt bei der Rindsuppe, wenn sie zu brodeln beginnt. Ja, also das stimmt schon mit der Rindsuppe. Bouillon. Consommé. Also Consommé ist eigentlich ganz was Feines. Dass unsere Tochter hat letztes Jahr die Schule abgeschlossen, sie hat eine HLW gemacht
Und da ist in der vierten Klasse dann natürlich die große Kochprüfung, vor der sie alle wirklich sehr große Angst haben. Und Monate vorher wird schon gekocht und geübt zu Hause. Und ich habe da einige Testessen eben für die einkaufen müssen. Und es war immer sehr teuer, muss ich sagen. Wir haben immer sehr gut gegessen, aber es war, ja, es hat sich ausgezahlt. In der Brieftasche und am Tisch. Ja, diese zweite Abfüllung ist wirklich sehr ausgeprägt vom Geruch. Also dieses, dieses ein bisschen so fleischig oder so Richtung Rindsuppe, wie du sagst, das kommt mir auch so vor, dass das da ist. Starke Gewürze kommt mir vor, also wirklich spicy. Auch im Gaumen ist er ziemlich ausgeprägt. Wobei ich sagen muss, wir haben Folgendes gemacht. Gestern haben wir das Fläschchen geöffnet, dann eingeschenkt und gleich gekostet. Und da war es praktisch ja, ein bisschen zu viel des Guten, hätte ich da gestern gesagt. Heute habe ich das anders gemacht. Dann habe ich jetzt vor einer Dreiviertelstunde das eingeschenkt, sozusagen im Glas gelassen. Und man merkt wirklich dann deutlich den Unterschied in dem Sinn, dass es ein bisschen reduziert ist und dass ich diese stark fleischige Note sozusagen, dass sich hier ein bisschen austariert. Es wird ein bisschen weniger. Von der Farbe her würde ich sagen, ist es auch so golden. Ja. Das ist die Nummer 2 eben. Ich habe den dann gestern natürlich auch verkostet und habe dort ganz stark so Suppenkräuter. Und was ich noch extrem empfinde im Geschmack, ist der Geschmack von Kapern. Also das habe ich ganz stark im Mund. Ja. Das steht jetzt zwar nicht in den Tasting Notes drinnen, aber ich habe das trotzdem ganz, ganz stark im Geschmack und am Gaumen. Ja, eine gewisse Erdigkeit ist auch da, finde ich. Aber er ist am Gaumen auch so. Wirklich, da sind viele wirklich Gewürze. Ja. Und da ist wirklich sowas, das an Essen erinnert und so. Bleibt aber schön im Mund. Ja. Also ich finde ihn eigentlich schön mundfüllend. Sehr, sehr ausgeprägt. Ja. Ja, ich würde sagen, wirklich sehr ausgeprägt. Das muss man wirklich mögen. Also das ist etwas Kräftigeres. An sich, wenn man regionenmäßig ein bisschen schaut, würde man den wirklich nicht nach Speyside geben. Er ist ja auch nicht aus Speyside, sondern es gehört eigentlich genau genommen zu den Highlands, Southern Highlands. Eine im Single Malt-Bereich nicht ganz so bekannte Destillerie. Also es gibt schon eine Originalabfüllung, aber die ist nicht so weit verbreitet. Und die ist auch ganz anders als diese Abfüllung, die wir hier haben. Ich glaube, dass es sehr stark mit logischerweise mit dem Fass zu tun hat, das ist ja immer so, aber es ist so, dass das ein Richard Hogsett war und ich glaube, dass diese intensive Note, diese starke Note, die man da merkt, von diesem neulichen Ausbrennen kommt. Aber die Fakten kannst dann du ein bisschen sagen. Ja. Er ist jedenfalls zugeordnet eigentlich Juicy Oak and Vanilla vom Geschmacksprofil. Juicy Oak and Vanilla, wir haben gestern schon diskutiert, ich hätte dann eher fast gesagt, vielleicht Spicy and Dry, aber das ist halt ein bisschen schwer wirklich zu sagen. Offiziell ist er Juicy Oak and Vanilla. Ich möchte dann ein paar Daten bekannt geben. Eben der Thomas hat schon gesagt, dass er von den Southern Highlands kommt und das Fass ist ein Richard Hogsett. Er ist 9 Jahre, destilliert am 11. Juni 2010 und hat 57,9%, also von der Trinkstärke an und für sich sehr angenehm. Also so der gute Durchschnitt, den wir bei der Society gewohnt sind. Richard und Jutta schreiben, dass er mit Wasser cremig wird. Ich habe das jetzt probiert. Ja, das stimmt aber schon. Ja. Das stimmt schon. Also für mich behält er im Geruch so seine Grundcharakteristik. Am Gaumen wird er wirklich so ein bisschen so cremiger. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung dafür. Wobei trotzdem auch wie diese sehr intensiven Noten auch noch am Gaumen spürbar sind für mich.
Aber die Kapern sind nicht mehr ganz so stark da. Ja. Die nimmt das Wasser. Ja, die Destillerie, ich war selber noch nicht dort, muss ich gestehen. Ich auch aber nicht. Sie ist eben da in den südlichen Highlands gelegen, sozusagen. Und wäre ja mal angesagt, wenn man von Perth nach Norden fährt, Richtung Inverness, Richtung nördliche Highlands, dann kommt man dort eigentlich automatisch vorbei. Das kleine Städtchen dort in der Nähe waren wir schon vor längerer Zeit, aber nicht eben in der Distillerie. Aber die werde ich auch nicht sagen. Nummer 68 an sich, die Fassnummer ist, dass du gesagt hast, 38. Ja. Es gab diese Destillerie bei uns in der Society lange Zeit nicht. Also von 2010 weg eigentlich bis 2016, 17 gar nicht. Und dann gab es wieder Abfüllungen, was ich auch wirklich sehr spannend finde. Das ist überhaupt so ein Trend in der Society. Die Zeiten ändern sich und es gibt Neues und manches gibt es dann nicht mehr, was man früher auch gerne gehabt hat. Aber es gibt eben auch viel Neues und das muss man auch wirklich sagen von der Society. Es gibt immer wieder neue Abfüllungen und Destillerien, die man lange nicht gesehen hat. Das stimmt. Also ich finde die Vielfalt bei der Society ist eigentlich unbestritten. Und wir haben in den letzten 4 Jahren wirklich sehr, sehr viele neue Whiskys kennenlernen dürfen der Society. Es hat auch natürlich eine wirklich große Zahl an neuen Destillerien gegeben, die dazugekommen sind. Also mittlerweile sind wir, wenn wir von den Zahlen sprechen, bei Nummer 141. Die Nummer 141, das ist eine dänische Destillerie, wo ich hoffe, dass wir vielleicht auch im Rest Europa einmal was zu Kosten bekommen. Es sind einige Exoten dabei bei den neuen Nummern, wo speziell auch ich skeptisch war, also auch ganz besonders bei der Nummer 134, die ich mittlerweile wirklich kennengelernt habe und sehr, sehr schätze. Also es ist eine indische Destillerie und füllt sehr jung ab aufgrund der klimatischen Bedingungen und das ist für mich eigentlich wirklich genialer Whisky, den sie da bringen. Ja. Ja, Qualität kennt keine Ländergrenzen. Genau, so ist es. Begrüßen möchte ich den Marco aus Mariazell. Hallo, schön, dass du da bist. Der wäre heute in Mariazell mit dabei gewesen, natürlich, aber im Herbst wird es dann soweit sein. Ja, ich würde sagen. Nummer 3? Ja, eigentlich schon. Okay, dann gehen wir über zur Nummer 3. Die Nummer 41128. Den haben wir erst heute verkostet und ich finde ihn genial, muss ich sagen. Also, ja, lass ihn mal verkosten. Ja. Zuerst verkosten. Von der Farbe her, ja, sind sehr ähnlich. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Licht da, aber eventuell ein bisschen dunkler als die vorigen. Oh, ja. Marina Lannini ist da. Das ist, ciao Marina. Ciao nach Italien, in die Toskana, in den Casentino, in den wunderschönen Casentino, wo wir wirklich sehr, sehr nette Ferienquartiere haben und eines davon ist eben bei der Marina in Castel Focognano. Wir haben gerade vorher diskutiert, weil die Nachrichten waren und ich würde wirklich sehr, sehr gerne im Sommer in die Toskana fahren, aber wahrscheinlich wird es nichts werden. Ich würde mich nicht fürchten. Aber die Zeiten werden sich ändern und es wird auch wieder passen. Jedenfalls haben wir hier eine Speyside-Destillerie. Und ich weiß nicht, wie es den Teilnehmern geht, aber sie hat schon auch etwas von Speyside, aber im Geruch auch so ein bisschen eine erdige Note. Was ein bisschen ungewöhnlich ist.
Rauchig will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest ein bisschen erdig. Ananas, finde ich, kommen sehr stark raus. Ja. So bringt mich ein bisschen in die Karibik. Na, Karibik nicht. Ja, doch, vielleicht auch. Bisschen malzig. Veilchen würde ich auch entdecken im Geruch. Ah, mein Bruder ist auch gekommen. Hallo Günther. Die Marina schreibt das, ich verstehe es leider nicht. Ich kann nicht so gut Italienisch. Chisto vedendo, was immer das auch heißt. Ja, vielleicht kann es jemand übersetzen. Also den Geruch habe ich schon ein bisschen beschrieben von dieser Abfüllung. Ich finde den jetzt, ich spreche von unverdünnt, ich habe vorher noch kein Wasser dazugegeben. Und also ich finde den am Gaumen sehr gut ausbalanciert, sehr füllig eigentlich. Er geht so richtig schön auf und macht einen sehr komplexen Eindruck am Gaumen. Das finde ich sehr schön und so unverdünnt noch gesprochen, schön wärmend im Abgang. Ich finde ihn angenehm süß, also das Geschmacksprofil passt schon, spicy and sweet, das passt sehr treffend. Ja. Ich finde ihn sehr, sehr angenehm, also ich mag nicht alle Abfüllungen dieser Nummer, aber diese überzeugt mich sehr, muss ich sagen. Ich denke, wir können froh sein, dass wir aus dieser Destillerie Nummer 41 eben Abfüllungen bekommen. Sie ist eben als Originalabfüllung eigentlich sehr selten erhältlich, nur bei wirklich spezialisierten Händlern. Da gibt es eben so eine Flora- und Fauna-Serie, so eine Abfüllung gibt es. Aber dann ist schon vorbei, bis auf ein paar Spezialabfüllungen. Insofern können wir uns glücklich schätzen eigentlich, und das ist auch ein Ergebnis der letzten Jahre, dass wir eben einige Abfüllungen aus dieser Destillerie Nummer 41 bekommen. Ich finde sie sehr, wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Wir haben vorher haben wir auch gemeint, dass wir so Cheesecake, also Topfentorte eventuell oder Topfengulatsche entdecken im Geschmack. Das dürfte hinkommen. Da Richard und Jutta schreiben, dass sie Assoziationen vom Nadelwald in der Nase haben. Ja, ich habe gemeint, am Beginn so etwas Erdiges, rauchig, habe ich mich nicht zu sagen getraut, aber so, ja, ich glaube, das passt schon ein bisschen. Wir haben ja auch diskutiert, so ein bisschen so ein Waldboden, so ein Waldboden, wo so eben Fichtennadeln oder Tannennadeln sich befinden. Das war beim nächsten. Schon? Ja, schon, okay. Ja. Aber der Richard und die Jutta, die haben recht, mich erinnert das so an meine Kindheit, wenn wir in der Badewanne waren mit einem Schaumbad mit Fichtennadelgeruch. Also das hat es ja früher oft gegeben und das... Aber dieses Erdige hat er. Ja, das finde ich, hat er wirklich. Die Susanne schreibt, dass er für einen Sommertagsausklang auf der Terrasse ist und da stimme ich voll zu, also absolut. So wie heute. Ja, ich habe Bedenken gehabt vorher, dass wir die Verbindung wohl hoffentlich halten können, weil es hat bei uns um circa 6 Uhr sehr schweres Gewitter gegeben und da weiß man dann nie, was das wird mit dem Internet. Also wir sind nicht gesegnet mit der Top-Internet-Verbindung hier in unserer Gegend. Und wenn dann ein Gewitter auch noch dazu kommt, dann kann das schwierig werden. Jedenfalls haben wir uns eigentlich umsonst gefürchtet, aber die Katzen haben sich dafür auch nicht gefürchtet. Mehr haben sich die Katzen gefürchtet, ja. Der Gast aus Hessen schreibt, dass da ihm ohne Wasser zu scharf ist. Also ich würde auch meinen, dass Wasser ihm sehr gut tut. Er hat einfach eine schöne Fülle im Mund. Also das ist unglaublich eigentlich. Ich werde es jetzt probieren. Da ist keine Schärfe, da ist kein Anflug von manchmal so dieses Pfeffrige oder so Chili oder manchmal auch Menthol. Das kann ja auch gut sein, aber das merke ich bei dem gar nicht mit Wasser. Er ist wirklich ganz angenehm mundfüllend.
So, da würde ich sagen, am Gaumen hat er wirklich so eine typische Speyside-Charakteristik, wenn man das so nennen darf. Der Florian aus Mariazell schreibt, dass sie der Whisky eher ans Eierlikör-Rühren erinnert. Im Winter, ich mache Eierlikör auch nur zu Weihnachten nach Rezept von meiner Oma. Und jetzt haben wir da auch, auch Besuch aus Gurk, muss ich was dazu sagen. Und zwar die Familie Wiederwitz, Elsenbaumer aus Gurk, da kaufen wir immer unsere Autos. Jedenfalls haben wir auch gute, ganz persönliche Kontakte nach Gurk. Und ja, sie sind auch schon lange dabei und begeisterte Society-Mitglieder. Wolfgang trinkt ganz gerne auch mal auch einen rauchigen, gell? Ja, sozusagen. Genau, ja. Genau. Nicht weit von uns. Gurk ist in Kärnten, ein wunderschöner kleiner Ort mit vor allem einem wunderschönen Dom. Also unsere Landeskirche hier in Kärnten ist auch danach benannt. Sie nennt sich die Diözese eben Gurk Klagenfurt, eigentlich Gurk, wenn man genau ist. Und warum ist das so? Weil in Gurk eben auch so ein imposanter Dom steht, der innen wirklich absolut sehenswert ist, außen auch. Er hat noch eine sehr starke romanische Grundstruktur, was man in dieser Ausprägung wirklich sehr selten findet. Und das andere, was noch erwähnenswert ist, ist ein sehr altes und riesengroßes Fastentuch, das eben in der Fastenzeit dann aufgehängt wird und den Altar verdeckt. Ich muss sagen, das ist wirklich sehenswert. Also das Longe nach Gurk. Das war schön nach Gurk und zum Christian auf die Terrasse. Der sitzt nämlich gerade dort. Der Christian wohnt auch nicht weit weg von uns, nämlich in Wülfnitz bei Klagenfurt. Und wäre heute natürlich auch am Schiff gewesen, also am 25. April, und hat am 24. Dezember um circa 23 Uhr das letzte Ticket gekauft. Ja. Um nach Hessen zu kommen, der Gast aus Hessen schreibt, dass mit Wasser neben der Süße Zitrusfrüchte und im Abgang dann die Zitrustrockenheit kommt, das Adstringierende. Ja. Ja, was darf ich kurz zur Society sagen? Also wir haben ja natürlich jetzt alles umstellen müssen. Auf Virtual Tastings und Online-Geschichten und Social Media, also da sind wir alle sehr gefordert zurzeit. Das Team in Schottland arbeitet wirklich fast rund um die Uhr, möchte ich einmal sagen, also vor allem das Team von der Social Media Abteilung. Die Firma Trump Team hat wirklich innerhalb kürzester Zeit es ermöglicht, dass diese Virtual Tasting Packs ausgesendet werden können, beziehungsweise produziert werden können, wurden dann ein bisschen gebremst durch einen oder mehrere Corona-Fälle, das weiß ich jetzt nicht. Und trotzdem haben sie das wirklich so gut auf die Schiene und auf den Weg gebracht. Und ja, da möchte ich eigentlich schon herzlich danken. Wir sind auch nicht untätig, also wir müssen uns intern fortbilden. Wir haben dreimal die Woche einen Whisky-Workshop mit unserem Dr. Andy und dürfen einige Seminare über die Edinburgh Whisky Academy machen. Und das finde ich eigentlich sehr toll. Ich wollte das privat auch machen und jetzt hat es mir die Society sozusagen ermöglicht. Und das ist wirklich super, muss ich sagen. Ja, so viel. Sagst du noch ein paar Details zur Abfüllung? Ja. Das ist eben ein Speyside, kommt aus einem First Fill Ex Bourbon Barrel, ist 12 Jahre, am 17. Februar 2007 destilliert und hat 58,4%. Also auch recht angenehm zu trinken. Ja, eine sehr tolle Abfüllung. Also ja, finde ich auch. Das ist ein erstes Highlight für mich. Genau, also ja. Wenn ich das jetzt kurz erwähnen darf, also die Mitglieder, die Tasting Kits bestellt haben, die haben alle von mir gestern das E-Mail für den Livestream bekommen und auch den Link für den Secret Shop. Ich habe vorher nachgeschaut, es sind bis auf den nächsten Drum, den wir verkosten, sind alle Flaschen verfügbar.
Also das finde ich sehr toll, dass ein System gefunden wurde jetzt, wo den Teilnehmern der Verkostungen wirklich dann ein eigener Stock an Flaschen zur Verfügung steht und wirklich nur eben den Teilnehmern der Verkostungen. Und das funktioniert sehr gut, hat im Jänner gestartet. Im Jänner zwar noch ohne Link, aber es waren dann trotzdem schlussendlich alle glücklich und ab Februar ist es eben dann über den Secret Shop so losgegangen und das ist wirklich super und da geht der herzliche Dank an Andrew. Andrew Park, mein Kollege aus dem Headquarter in Edinburgh. Ja, da kommen wir dann zur vierten, ja, würde ich sagen. Wir fangen dann mit dem vierten an. Danke, Madeline. 3:10 Espresso to the power of four. Also da hatten wir gestern so schöne Assoziationen, also wie vorher der Richard geschrieben hat, Waldboden und Nadeln. Das finde ich da wirklich ganz, ganz stark. Also zunächst ist einmal ein bisschen beeindruckende Farbe. Ja. Ja. So ein dunkles Exemplar bekommt man. Also man selten kann sich dann vorstellen, dass es nicht aus einem Bourbonfass kommt. Der Mario Simon schreibt, darf ich bei euch erneuern? Selbstverständlich, Mario, darfst du. Wir freuen uns. Mario war eine Zeit lang Mitglied bei uns, hat leider Gottes große gesundheitliche Probleme und ich freue mich, Mario, wenn du wieder zu uns dazu stoßt. Slange, alles Gute, Slange, Mario Farm. Ich habe in der Nase so frisch gebratene Kastanien. Also das erinnert mich so an den Winter eigentlich, wenn ich in der Stadt bin und bei einem Maroni-Brater vorbeikomme und der macht den Kessel auf und der Duft der frisch gebratenen Maroni kommt daher. Also ist für mich im Geruch hat er irgendwie, das erinnert mich fast ein bisschen an einen sehr dunklen Rum eigentlich auch. Ja. Und beinahe geht es so ein bisschen in medizinische Richtung, kommt mir vor. Ich meine, es ist ein bisschen stark ausgerückt, aber es geht ein bisschen in diese Richtung. Also eine sehr ausgeprägte, von der Nase her, eine sehr ausgeprägte Sherry-Fassabfüllung. Der Mario schreibt recht lieb. Mario, wir mögen dich auch. Ja. Also er nennt sich ja, wie hast du gesagt, Espresso to the power of four. Ja, genau. Das merkt man dann am Gaumen sozusagen. Also in der Nase, das, was wir beschrieben haben, auch ein bisschen beinahe, aus meiner Sicht, diese medizinische Note oder diese Rumnote. Wie Hustensaft, schreibt der Roman. Ja, ja, ich wollte es nicht sagen. Entschuldigung, ich wollte es vorher nicht sagen. Ich habe es auch schon auf der Zunge gehabt. Ich habe es auf der Zunge gehabt, wollte es aber nicht. Ich habe medizinisch genommen, ein bisschen so in diese Richtung. Ja, sehr, sehr. Ja, medizinisch geht für mich dann wieder in eine andere Richtung. Ja, ja, also, ich meine nicht so wie rauchig medizinisch, sondern ein bisschen so. Hustensaft ist auch Medizin. Die Susanne riecht Schokolade. Ja, da können Sie auch recht. Wir haben gestern auch noch Kaffeebohnen entdeckt und ich hätte auch den Eindruck gehabt, dass so frische Walnüsse irgendwie unterwegs sind. Jedenfalls ist es auch eine Abfüllung, die man eine Zeit lang stehen lassen muss. Also gestern beim ersten Öffnen, muss ich ehrlich sagen, war es mir beinahe ein bisschen zu viel, obwohl ich auch Sherry-Fassabfüllungen mag. Aber es war mir fast ein bisschen zu heftig. Also ich habe gestern wirklich auch den Begriff Sherry-Bombe in den Mund genommen. Und ist wohl wirklich ein sehr ausgeprägter Sherry-Fass-Whisky. Das muss man schon sagen. Aber diese ganze Angelegenheit mildert sich wirklich ein bisschen, wenn man ihn länger stehen lässt im Glas. Du hast Lakritze, ja, hast du gestern ja, auch gesagt. Gestern war so, es ist so eine Art Bitterkeit, es ist ein Espresso, ganz leicht gezuckerter Espresso, aber es ist für meine Begriffe auch so eine Lakritze dabei. Ja, dunkle Schokolade, also hätte ich auch im Geschmack eventuell. Tatsache ist, dass man solche ausgeprägten Sherry-Fassabfüllungen wirklich in Zeiten wie diesen sehr selten findet, das muss man sagen.
Sheriffe sind ja immer schon relativ rar gewesen, Ja. also von der Gesamtmenge her gesehen. Und das ist jetzt in Zeiten wie diesen fast noch ein bisschen ärger Ja, es ist sehr eigentlich. schwierig, obwohl im heurigen Jahr und speziell jetzt im Mai sind wirklich ein paar sehr, sehr tolle Schere-Abfüllungen gekommen. Und ja, es gibt halt leider nicht so viel. Aber der ist wirklich extrem ausgeprägt, also am Gaumen auch. Richard und Und Jutta haben eine Flasche erstanden letzten Freitag. Ich ja. gratuliere, wir haben auch eine. Also wirklich für Schere-Liebhaber, Schere-Fass-Liebhaber ist das absolut gelungen. Es ist auch ein, wenn ich das jetzt sagen darf, ein First-Fill-Schere-Bad. Ja. Also muss man sagen, auch 12 Jahre, ja, ein gutes Alter, muss man sagen. Und First-Fill noch dazu, das passt dann auch. Der muss dann auch nicht mehr länger im Fass sein. Das Sehr ist, stark mit ja. 64,5% und vom Geschmacksprofil, wie Insider sicher schon erkannt haben, gehört zu Deep Rich and Dried Fruits. Deep Ja. Rich and Dried Fruits, das ist die Geschmacksrichtung, die am meisten begehrt ist. Also egal, ob es in den Venues ist oder im Outdoor oder im Webshop, Deep Rich and Dried Fruits ist meistens am schnellsten ausverkauft. Und noch dazu dann, wenn es eben eine Sherry-Fassabfüllung ist. Er hat 64,5%, also der hat schon Power. Aber der Alkohol stört mich bei dem gar nicht, muss ich sagen. Also ich kann den schon auch pur trinken. Also das ist nicht so, dass er so heftig wäre oder so stürmisch, am Gaumen. Das ist in Ordnung. Von der Mit Destillerie her muss ich sagen, er kommt aus einer Speyside-Destillerie, Nummer 30, ja, 110 eben. 30110. Aus dieser Destillerie hatten wir öfter schon Sherry-Fassabfüllungen, muss man sagen. Ja, 30110, eine sehr traditionelle, nicht besuchbare Speyside-Destillerie. Ja, die Originalabfüllungen, die habe ich früher öfters einmal probiert. Da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. In so einer ulkigen Flasche sind die drinnen. Und ich habe dann ein bisschen nachgelesen. Also die Flasche ist wirklich, mir gefällt sie eigentlich. Aber man merkt, wie unterschiedlich da die Einschätzungen sind. Ich habe bei Walter Schobert nachgelesen. Walter Schobert ist ein wirklich sehr renommierter Whisky-Kenner aus Deutschland, der lange Zeit auf Ella auch gelebt hat. Und Walter Schobert hat damals geschrieben, die Flascheform ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sie erinnert ein wenig an ein Gefäß, das man eher in Krankenhäusern verwendet. Jetzt möchte ich aber Nein, jetzt reden wir nicht nicht mehr weiter. dazu sagen, Nein. aber ja, was haben die in Deutschland dafür, solche Sachen? Weil ich selber lange im Krankenhaus war, muss ja schon ein bisschen anders aus, aber das war sein Hinweis. Okay, nein, ich möchte es gar nicht wissen. Mir gefällt sie nach wie vor, also es ist ja nicht so ein bisschen so bauchige Flasche. Mir gefallen die Flaschen nicht so gut. Der Wolfgang schreibt, er hat bereits bestellt. Danke, Wolfgang. Und gratuliere, das wäre auch meine Wahl gewesen. Also ich finde den ersten, den 26er, auch sensationell. Ja. Von der Destillerie 26 hat es jetzt eigentlich längere Zeit nicht viel gegeben, aber jetzt in den letzten Monaten kommt einiges und das finde ich eigentlich gut. Ich kann mich erinnern, wie wir die Society übernommen haben, war die Destillerie Nummer 26 für mich ein absolutes No-Go. Also da hatten wir Abfüllungen, wo ich mir gedacht habe, wie kann man das überhaupt trinken? Das war schrecklich. Das war Ja. wirklich sehr schrecklich. Und wir sind ja große Anhänger von Blindverkostungen. Und der Thomas hat mir damals ein Glas Whisky hergestellt und hat gesagt, na, kost einmal. Und ich habe gesagt, du, wenn das ein 26er ist, dann bitte brauchst du es mir gar nicht herstellen. Und er hat aber wirklich nicht aufgehört, mich zu drängen, das zu probieren. Und ich habe es probiert und war eigentlich sehr begeistert von dem Whisky. Und herausgekommen ist, es war die Nummer 26. Aufgenötigt, sozusagen, aufgenötigt. Genau. Ja, aber letztendlich dein Widerstand oder dass dir das nicht so geschmeckt hat, eher damit zu tun gehabt, dass du eher eingestiegen bist damals in die Whisky-Welt und dass er halt extrem ausgeprägt ist. Das ist halt nicht so eine liebliche und sehr
komplex ausbalancierte Form, sondern der hat eben auch viele Ecken und Kanten, das muss man auch sagen. Ja. Also das zeichnet ihn auch aus, muss ich sagen. Meine Whisky-Karriere hat ja wirklich sehr steil begonnen. Ich habe mit den fast starken Whiskys der Society angefangen, Whisky zu trinken. Und mittlerweile, muss ich sagen, glaube ich, kann ich das ganz gut. Schnapsdrossel. Nein, der Mario hat geschrieben, ich bin keine Schnapsdrossel, sondern Connoisseur. Gell? Okay. Danke, Mario. Okay. Jetzt kommen wir aber zum letzten, weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Wir haben diskutiert gestern. Ich habe also normalerweise die rauchige Variante kommt immer eher zum Schluss. Haben wir gesagt, in der Vorlage war zunächst eigentlich die rauchige als vorletzte. Genau, wir haben dann gesagt, ja, nein, machen wir es umgekehrt. Mhm. Die Sherefass-Erfüllung als vorletzte und den rauchigen zum Schluss. Aufgrund der Intensität von diesem 30er, muss ich sagen, wäre es eigentlich egal gewesen, weil der 30er ist sehr intensiv und der letzte ist halt rauchig. Also man hätte es wirklich auch so anders machen können. Also den rauchigen als vierten und den Sherry als Sherefass-Erfüllung als fünften. Aber wie auch immer. Wir haben jetzt den fünften im Glas. Also noch einmal Slange. Slange. Also ich finde den vom Geruch her wirklich, wirklich wunderbar. Also ich habe mich an die Petit Whiskys herangetastet. Also in den Anfangszeiten war das auch für mich schwierig, aber mittlerweile schätze ich auch Islay Whiskys. Und es gibt Situationen, wo ich in den Keller gehe und mir einen Whisky aussuche und dann brauche ich so etwas. Der hat so für mich den wunderbar süßen Dorfgeruch. Ja, ein bisschen rauchig, ein bisschen parfümiert so. Auch die salzige Meeresbrise, ja, die finde ich, hat er sehr schön. Diesen Küstencharakter eigentlich. Mm. Diesen Küstencharakter, wo manchmal Leute von dieser Destillerie sagen, ja, das ist klar, die Destillerie ist dort an der Küste und das Destillat nimmt das an. Das wird manchmal gesagt, das stimmt aber natürlich nicht, weil der Whisky ja nicht dort gelagert wird, sondern am Festland. Am Festland, muss man sagen. Ja. Aber er hat diesen Charakter hat er. Die Susanne schreibt, wo ist das Steak dazu? Ja, das brauchen wir danach. Das wäre gut, das gibt es morgen. Also, wenn ich noch einmal zur Jubiläumsabfüllung zurückkommen darf, ganz kurz, freut euch drauf. Sie wird gut. Sie wird 11 Jahre sein und aus einem Refill Hogset. Also, das wird top. Mehr verrate ich nicht. Dirk Westphal schreibt, love it. Ich auch. Ja. Danke für den Kommentar. Auch der vorige Kommentar von Dirk Westphal, die Reihenfolge habt ihr bis jetzt gut gewählt. Dankeschön. Ja, und der andere Kommentar ist, 53er sind normalerweise eine Bank. Mario. Das stimmt auch. Wir haben jetzt eben vor kurzem so eine Online-Geschichte gemacht, also vor einer guten Woche, muss man sagen. Da war der Stefan auch dabei. Ja, genau. Und letztendlich haben wir auch über dieses Thema gesprochen und diese Destillerie hat wirklich bei der Society ganz, ganz eine hohe Qualität und es sind immer gute Abfüllungen, also sehr gute Abfüllungen, das muss man einfach sagen. Ja. John Lassacher ist auch hinzugekommen. Hallo Hansi, servus. Das ist der Wirt von unserer Partnerbar in Stadl an der Mur. Der hat die Zeit ein bisschen mit Takeaway überbrückt. Also er hat ausgekocht und man konnte es abholen. Und ich weiß jetzt nicht sicher, ob er auch zugestellt hat. Und er freut sich natürlich auch auf den 15. Mai, wo er wieder eröffnen kann. Hans, ich habe schon angekündigt vorher, ich werde kommenden Freitag alle Partnerbars in Wien besuchen, Samstag Mariazell und so schnell wie möglich dann auch den Weg zu dir finden. Alles Gute. Stadl an der Mur, das werden nicht alle wissen, das ist nicht so weit weg von Murau, also in Steiermark, Richtung eigentlich Salzburg. Richtung Salzburg, Richtung Damsweg. Ja. Dort drinnen gibt es eben diesen kleinen Ort Stadl an der Mur und
Und der Hans Lasser hat dort wirklich schon lange Zeit eine sehr große Bar mit wirklich ganz tollen Abfüllungen und ist eben schon auch sehr lange Zeit bei der Society und hat dann eben sein Interesse bekundet. Und ja, wir machen öfters dort auch Verkostungen. Das sind immer, immer ganz besondere. Die letzte war in einer gewissen auch. Ja, die war auch besonders, ja. Aber das musst du sagen, das kann ich nicht sagen. Ja, wir haben im Dezember praktisch unsere letzte Verkostung im letzten Jahr in Stadl an der Mur gemacht. Und es war genau am Nikolaustag. Und dann ist natürlich auch der Nikolaus erschienen und hat allen Gästen ein Nikolausbackerl gebracht. Und es war total nett und erstaunlich zuzusehen, wie die Society-Mitglieder und Gäste alle andächtig da gesessen sind und dem Nikolaus andächtig zugehört haben. Und jeder hat dann eben sein Paket abgeholt und der Nikolaus wusste natürlich ein paar Dinge zu sagen und es war wirklich ganz, ganz toll. Und was auch hervorzuheben ist, das ist die ausgezeichnete Küche vom Murtaler Hof. Wenn ihr in der Gegend seid, bitte in Stadl an der Mur unbedingt zum Murtaler Hof schauen. Also, aber das möchte ich noch dazu sagen. Ja. Jetzt zum Nikolaus. Der Nikolaus, dem ist das natürlich aufgefallen, sozusagen, dass da sehr schnell aus Erwachsenen wieder Kinder werden. Das also, stimmt. Das war sehr auffällig. Es war sehr, sehr nett. Ja. Ja, Slonsche, wir sind schon ein bisschen so im Finale. Ja. Slonsche, zur fünften Abfüllung. Vielleicht sagst du noch die Details dazu, zu dieser Abfüllung. Kommt von der Insel Eiler, ist eh klar, also das sagt die Nummer schon, Insider wissen das. Kommt aus einem First Fill Ex Bourbon Hogshead, ist 8 Jahre, wurde am 27. April 2011 destilliert und hat 57,7%, also auch eine sehr, sehr angenehme Trinkstärke, finde ich. Also auffällig ist, heute sind bis auf den zweiten sind alle First Fill. Ja, das zweite stimmt, ist ja, das Richard, haben wir vorher nachgesehen. Es ist eigentlich, und alle anderen sind aus einem First Fill Fass. Jetzt, Richard und Jutta fragen nach, ob es von den Festival-Abfüllungen von dem Tastings-Kit auch einen Secret-Job geben wird. Ich bezweifle es fast. Also da muss ich, glaube ich, leider passen. Ich weiß es nicht ehrlich, ich werde mich erkundigen und ich schreibe es euch am Montag, aber ich nehme in dem Fall eher nicht an. Das wird auch das Tasting von Schottland aus stattfinden. Das wird der John McChain machen, das ist der Master Brand Ambassador von der Society eben. Er ist ganz, ganz ein lustiger, netter Kerl, jetzt so salopp gesagt, ich durfte ihn vor 2 Jahren kennenlernen und er ist wirklich extrem nett und macht es sehr, sehr gut. Das ist ein Hinweis auf, mit Wasser riecht er nach Mango. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja, also er hat so diesen fruchtigen. Pfeffrig-salzig, also das trifft voll zu, ja. Ja. Wolfgang Müller schreibt gerade, also meine Lieben, also er freut sich eben, bedankt sich für die Verkostung, freut sich auch für ein persönliches Zusammentreffen. Das möchten wir auch sagen. Ich glaube, da spreche ich in unserer beider Namen. Man kann so eine Sache auch virtuell machen. Ich glaube, das geht ganz gut und es ist ein Gebot der Stunde, es so zu tun und wir werden es wieder machen. Aber wir freuen uns natürlich dann auch wirklich auf persönliche Treffen, die dann noch einmal ein bisschen etwas anderes sind. Es ist ja die Society in Österreich sehr klein und aus diesem Grund kenne ich natürlich sehr, sehr viele oder wir sehr viele Mitglieder persönlich und das bringt schon eine besondere Note in den Club. Und im Herbst war ja unser Chef, der Marc van der Fever, auf Besuch in Österreich. Wir haben ihn in Wien vom Flughafen abgeholt, haben dann die Partnerbars in Wien abgeklappert, sind dann nach Mariazell gefahren und am nächsten Tag weiter zur Whisky-Messe nach Wien. Und er war eigentlich sehr, sehr angetan von Österreich und von der Art, wie wir miteinander umgehen. Also ja, das hat ihm, glaube ich, gut gefallen. Seine Urlaubspläne waren im letzten Jahr mit der Familie nach Belgien zu fahren.
Das hat er gestrichen. Ich meine, heuer schaut es natürlich anders aus, aber er hätte umdisponiert, um nach Österreich zu kommen. Es wird schon werden. Ja. Jedenfalls bedanke ich mich für eure Teilnahme und ich würde sagen, zum Schluss sagen wir nochmal Slánce. Slánce euch, alles Gute. Ja. Das wollte ich noch erwähnen, eben Mario, falls du wirklich wieder beitreten möchtest, schreiben wir uns am Montag ein E-Mail oder rufen uns an, wie auch immer. Falls von irgendjemand anderem Interesse besteht, einfach mich bitte kontaktieren und dann können wir alles Weitere in die Bahnen leiten, um vielleicht dem wirklich sehr außergewöhnlichen Club beizutreten. Ich finde, es ist ein toller Club. Ich bin dankbar, dass ich für diesen Club arbeiten darf. Ich mache das mit viel, viel Freude. Und darf ich dich kurz korrigieren? Das ist kein Club, das ist die Society. Das ist die Society, bitte. Ja, das ist wirklich, ja. Also, wir haben eine lange Tradition seit 1983 und es gibt eine wirklich außerordentliche Vielfalt an Abfüllungen, die man sonst nirgendwo findet. Und noch dazu ist es so, dass wir in Österreich dafür stehen. Mhm. Ich sage in erster Linie meine liebe Frau Jutta, die macht das alles. Ich bin ja beruflich auch anderwertig tätig eigentlich. Ich klinke mich halt ein bisschen ein, aber Jutta ist wirklich überall dahinter und versucht die Kontakte wirklich ganz intensiv zu pflegen. Und wenn es Anfragen gibt und so, ist sie wirklich immer zur Stelle. Und ja, das ist eine große Stärke, ich denke, dass kann man nicht besser machen. Dankeschön. Ja, Dankeschön noch einmal für euer Dabeisein. Ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen oder wir eben am Donnerstag um 20 Uhr auf der MS Brückl wieder begrüßen dürfen. Da hatten wir bis jetzt 3 Sitzungen. Eine am 25. April nur mit dem Christian. Das war sehr, sehr nett. Wir hatten eine Stunde Zeit zu plaudern und das möchte ich betone, es war wirklich sehr toll, die Gelegenheit zu haben. Und 2 Wochen haben wir jetzt schon jeweils am Donnerstag um 20 Uhr die Fahrt aufgenommen und das war immer ganz, ganz toll, lustig, informativ. Und nicht vergessen, Abstand muss passen. Abstand halten. Immer passen, 1 Meter. Sehr gefährlich. Man könnte auch sagen, vielleicht führen wir das ein für 1 Meter vom Whisky zu Whisky. So. Es geht auch leider das, nicht. Auch das Bild. Geht sich nicht gut aus. Ja. Aber auch Spaß muss sein. Gut, wir sagen Dankeschön, danke fürs Dabeisein, alles Gute, einen schönen Abend noch, einen schönen Sonntagmorgen, einen schönen Muttertag. Muttertag nicht vergessen. Ja, genau. Und ja, bis bald. Guten Abend. Slánce.